wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Konzertsaal der Universität der Künste Berlin. Zum medizinischen Kabarettprogramm Liebesbeweise. Und hier ist der Dr. Eckart von Hirschhausen. Guten Abend. Hallo Berlin. Dankeschön. Am Piano Christoph Reuter. Dankeschön. Guten Abend, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Hirschhausen, ich bin Arzt, ich werde Sie gut behandeln. Herzlich willkommen zu Liebesbeweise. Die Liebe, ein Thema so unerschöpflich wie ein Teller Brühe, wie jemand, der nur eine Gabel hat. Und haben wir nicht alle bei dem Thema nur eine Gabel? Beim Thema Liebe sind wir alle Experten und Leidtragende zugleich, zerrissen zwischen zwei großen Positionen, Romantik und Realismus. Der romantische Teil in uns sagt, es gibt für jeden Menschen auf der Welt genau einen richtigen Partner. Und der Realist denkt, da muss nur einer den falschen nehmen, dann geht's für alle nicht mehr auf. Und wir alle kennen jemanden, der den falschen genommen hat, oder? Bei uns selber sind wir auch nicht ganz sicher, also... Ein Abend, der uns alle angeht. Warum beschäftigt sich ein Mediziner mit dem Thema Liebe? Liebe ist im wahrsten Sinne lebensentscheidend. Lange Zeit haben wir gelächelt über Placebo-Effekte. Was heißt eigentlich Placebo? Sie haben Kopfschmerzen, ich gebe Ihnen eine Tablette, es wird besser. Nur das Verrückte, in der Tablette ist kein Wirkstoff. Was ist der Wirkstoff? Die Zuwendung. Ich habe Ihnen Liebe geschenkt. Sie haben mir Glauben geschenkt. Ich gebe Ihnen Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Seit 2000 Jahren. Wichtige Wirkstoffe. Höchste Zeit, sie mal wissenschaftlich zu untersuchen. Man hätte ja geglaubt, dass, wenn sich herumspricht, dass Medikamente gegen Placebo getestet werden, kein Mensch mehr drauf reinfällt. Das Gegenteil ist der Fall. Der Placebo-Effekt wächst. Wer jemals mit Medikamenten zu tun hatte, weiß, es ist verdammt schwer, Medikamente zu erfinden, die besser sind als Placebo.